Konnichiwa, Freunde, und herzlich willkommen in meinem Draw Mangaka Channel. Diesmal zeichne ich was ganz Besonderes. Wie ihr bemerkt habt, rede ich in meinen bisherigen Videos, Zeichenvideos, habe ich einfach nur Schnelligkeit gezeichnet, also gezeichnet mit Schnelligkeit und Musik im Hintergrund. Aber diesmal wollte ich was ganz Besonderes, also mal versuchen dabei zu reden, was mir ein bisschen schwer gefallen ist, und ja, erklären, wie ich das mache und sowas. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte kommentieren, damit ich Bescheid weiß, weil wenn es euch gefallen hat, dann mache ich weiterhin mit meinem Video weiter, beziehungsweise ich mache weiterhin Zeichnungen mit also mit Bubblen. Also ja, und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt mir bitte auch Bescheid, damit ich einfach nur Videos mache, zeichne und einfach Musik und ja, mit Schnelligkeit und so. Ja, gut, dann fangen wir mal an. So, das zeichne ich für euch, ein Shoujo-Manga, beziehungsweise ein Mädchenaugen. Und ja, sollen wir nicht so viel reden und fangen wir einfach mal an. Den Auge habe ich praktisch ein bisschen von Nana Haruta kopiert, aber ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, fangen wir an. Gut, als erstes brauchen wir, Moment, wo ist der Bleistift? Brauchen wir zuerst einen Bleistift, einen Radiergummi, sehr klar, einen Feinliner. Ich würde euch empfehlen, einen Feinliner von Faber-Castell, die sind wirklich gut. Also. Und diesmal malen wir mit den Copics an. Oh, falsch. So. Und einen... Entschuldigung. Und einen... Moment, wo ist der? Einen hellblauen normalen Stift, Füllstift. Warum wir den benutzen? Ja, weil ich momentan keinen dunkleren Copic-Stift benutze. Deswegen benutzen wir jetzt den normalen. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz meinen Stift. Und ja, gut, legen wir mal, so, die sind ganz gut. Ja, fangen wir an. So, dafür braucht ihr auch einen, wirklich einen Copic-Block, die ihr jetzt gerade seht. Ja, die sind wirklich gut, aber nur für Copics geeignet, wollte ich mal so sagen. Ja, sieht man voll den Abdruck, aber egal. Gut, wann fange ich an? Ja. So. Ach, das dauert. So, endlich. Also zuerst zeichnen wir jetzt einen Halbbogen, wie ihr jetzt gerade so seht. Okay, der ist ein bisschen verkrüppelt. Ausradieren. Versuchen wir es nochmal. Oh Gott, mein Hals ist trocken. Okay, der gefällt mir auch nicht. Dann ausradieren. Der gefällt mir nicht. Radiere ich lieber aus. Ganz ausradieren. Ja, Moment. Jetzt kommt der Richtige. Ich hoffe mal. Das Problem ist, ich habe schon mein Video schon aufgenommen. Und das Problem ist, ich muss jetzt meine Stimme wieder nachsprechen. Also, boah, voll kompliziert. Naja, zum Thema nochmal. Also ein Halbbogen von oben. Und dann auch so ein Halbbogen von unten, den ihr vorhin gesehen habt.
Ich habe ein bisschen zu viel gebabbelt, ja, so. Gut gemacht. Und bei den Halbbogen oben mache ich das immer ein bisschen dick. Das sieht auch viel besser aus bei den Shoujo Manga, also bei den Augen von den Mädels. Die sieht ein bisschen süßer aus und süß und hübsch und ja, mache ich immer so ein bisschen dick. Wenn das so Strich ist, dann sieht das scheiße aus. Hier seht ihr das nochmal. Ist ein bisschen dick und sieht gut aus halt. So. Habe ich da so ein bisschen dick gemacht. Und ja, Beeilung. Ich mache auch an der Seite so ein Dreieck, wie ihr gerade seht. Für mich ist es halt meine Meinung und halt so mein Geschmack. Sieht für mich besser aus. Also, was heißt hier besser aus? Also, halt mag ich so. Ja, sieht jetzt gerade jetzt so scheiße aus, aber Entschuldigung, zensiert, zensiert. Ja, also, das ist mein Geschmack. Ja, ihr könnt es weglassen, wenn ihr möchtet, aber ja, wie ihr wollt. Okay, dann machen wir noch unten Strich, oben Strich. Und jetzt fangen wir mal mit den Augen an. Mit den Augen. Okay. Ja, das sieht leicht. Jetzt machen wir so einen Widersonnenbogen. Das ist der Lichteffekt, würde ich mal so sagen. Und da lasst er auch so ein bisschen frei, sonst sieht es doof aus. Okay, das ist bei mir ein bisschen zu viel, aber ich habe das jetzt verbessert. Ein bisschen ausradieren. So. Ein bisschen nachfahren. Und dann wieder so einen großen Kreis. Das ist der zweite Lichteffekt. Ihr könnt auch mehrere Lichteffekte machen. Umso mehr sieht das viel süßer aus, aber ich habe jetzt nur zwei Stück gemacht. So, jetzt machen wir jetzt wieder so einen Bogen. Das ist die schwarze Pupille, wie auch immer das heißt. Ihr könnt es auch höher machen, auch niedriger, ist ja egal. Es wird sowieso schwarz angemalt, also von daher. So. Bisschen ausradiert. Bisschen nachverbessert. Ja. So. Und jetzt fangen wir an, die Wimpern zu machen. Umso mehr Wimpern, umso besser sieht es aus, denke ich mir mal. Okay, das sieht ein bisschen leicht doof aus, aber glaubt mir, nach der Zeit sieht es besser aus, wenn ihr mit Schwarz anfängt. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber unten auch ein paar Wimpern. Das sieht voll komisch aus, findet ihr nicht? Naja. Ich lasse euch hier entscheiden. Okay. Okay, was nun? Achso, ja, die Dinger. Boah, ich weiß nicht, wie die heißen. Die sind über die Augen, diese Falten, wie auch immer. Das sind. Das kennt ihr ja bestimmt. Ich muss ja nicht erklären, was es ist. Ist auch ein Muss beim Manga-Zeichnen. Und jetzt gleich kommen die Augenbrauen. Ganz leicht, bei den Mädels sind es immer so leicht, so nur ein Strich praktisch. Und bei den Jungs ist es so pff, fett, so fett Augenbrauen, okay, nicht so ganz fett wie Lee, Rock Lee von Naruto, wie ihr bestimmt kennt. Also so fett auch nicht. Okay, sieht man schon mal gut aus. Okay, jetzt nehmen wir den Fineliner, ihr gesehen habt. Ich würde euch, also ich würde empfehlen, die Stärke F, der Stärke F, die Stärke F, ja, wie auch immer. Und und danach ausradieren nicht vergessen, sonst sieht das doof aus. Nachfahren. So, jetzt kommen wir ganz kurz zum Schluss und ich hoffe, ihr seht meinen zweiten Teil vom Video. Ich freue mich und bis zum nächsten Video und ja, Sayonara!